Wir haben beschlossen, ein Kind zu haben, weil wir hatten ein freies Zimmer, so eine Art Rumpelkammer. Und je länger ich mir den Saustall da drin angeguckt habe, desto klarer ist das für mich gewesen. Ein Kind. Wir haben fast jeden Tag trainiert, wie für die Olympischen Spiele. Die Beine an die Decke, damit es fließt. Ich habe die ganze Wohnung geputzt. Ich habe alles weiß gestrichen und alles durchgefegt und nur noch die Wiege hat gefehlt. Aber wenn es nicht will, will es nicht. Das ist wie Öl und Wasser, das mischt sich nicht. Da kann man noch so schütteln und schütteln und schütteln und schütteln und schütteln. Mich kotzen die so an. Mich kotzen die so an, diese ganzen verliebten Idioten, die sich umarmen und sich die Hand halten und sich was ins Ohr flüstern und die glauben vielleicht, dass sie sich tierisch interessante Sachen sagen. Die glauben vielleicht, dass ich nicht weiß, was sie sich da ins Ohr flüstern. Das habe ich hinter mir. Ich möchte mit dir die Welt erobern. Zuerst El Salvador und dann den Rest. Herr Reichen. Vorhanden sein, oder? Oder nicht? Ich stehe nicht.